Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. So ein Wahnsinn! Warum schickst du mich auf einen Höllentrip? Scary, 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 scary! Und das ist tatsächlich der deutsche Titel von The Vagrant. Also jetzt nicht eins zu eins das, was ich jetzt gerade in die Kamera gerotzt habe, aber Scary, Horrortrip in den Wahnsinn aus dem Jahr 1992 ist der Film, der im Original eben unter The Vagrant bekannt ist. Und damit ist es quasi der Original-Scary-Movie. Eine witzigerweise französisch-amerikanische Co-Produktion von Regisseur Chris Wallace aus dem Jahr eben 1992, wo wir in den Hauptrollen Bill Paxton und Michael Ironside sehen, der hierzulande natürlich nur in einer geschnittenen Fassung von 20th Century Fox auf Videokassette veröffentlicht wurde, der es allerdings eben im deutschsprachigen Raum noch nicht auf ein digitales Heimkinomedium gebracht hat. Wir haben es übrigens bei Chris Wallace mit einem Regisseur zu tun, der zwar bei der Folge Till Death 1990 von der Serie Geschichten aus der Gruft Regie geführt hat, dann bei dem absoluten Meisterwerk Die Fliege 2 und dann bei diesem Film und danach aus welchem Grund auch immer, nicht noch einmal auf den Regiestuhl zurückgekehrt ist. Wir können jetzt dann allerdings einmal hier einen Blick auf dieses Cover-Artwork werfen. Da hat Arrow Video natürlich wieder einen ihrer neuen Zeichner beauftragt. Das sieht so ein kleines bisschen aus, als hätte jemand den Saft aus Street Trash getrunken. Wobei ich auch interessant finde, dass offensichtlich hier jemand in den Augen von dem Mann gefangen ist. Ist das so eine Art Riese und der Kerl will dann nach draußen. Er sieht auf jeden Fall nicht ganz so gesund aus. Also ich finde, ein Besuch beim Hautarzt könnte dieser Person definitiv nicht schaden. Wir schauen dann einmal auf das Backcover. Da bekommen wir auf der einen Seite eben Informationen zu diesem Film. Wir erfahren nämlich eben zum Beispiel auch, dass Chris Wallace zwar nur recht wenig Regie führen durfte, dass er aber eben bei Filmen wie Die Fliege bzw. Gremlins auch für die Special Effects zuständig war. Wir bekommen allerdings bei dieser Blu-ray aufpassen, wie auch bei den anderen Amerika-exklusiven Releases von Arrow Video hier eine Region Code Locked Blu-ray, die eben nicht auf deutschen Playern abspielbar ist. Was ich an der Stelle sehr interessant finde, ist, dass eigentlich das Motiv, das hier gezeichnet wurde, in einer, sagen wir mal, weniger Version auch ein Teil vom Cover-Artwork der alten deutschen VHS-Kassette war und dass die trotz ihrer geschnittenen Fassung und der FSK-Freigabe ab 18 Jahren, wobei in dem Fall eher letztere ausschlaggebend ist, niemals auf dem Index für jugendgefährdende Medien gelandet zu sein scheint. Ist es aber trotzdem so, mittlerweile könnte man den Film wahrscheinlich auch ungekürzt durch die FSK bringen und ihm vielleicht einmal eine ungekürzte Neuauflage spendieren. Wäre ja wohl keine schlechte Idee. HD Master auf Basis von einer 2K-Restauration gibt es ja offensichtlich. Das hier ist quasi das alte amerikanische Artwork zu diesem Film, das hier als alternatives Wendecover verfügbar ist. Es gibt auch bei diesem Titel interessanterweise wieder ein Poster mit dabei, das uns wahrscheinlich diese beiden Artworks als doppelseitiges Artwork spendiert. Wir schauen mal. Nein, tatsächlich nicht. Auf der einen Seite gibt es dieses Artwork. He's not home alone. Okay. Muss ich da noch dazu sagen, dass ich das unfassbar hässlich finde oder versteht sich das von selbst? Das Haus, das natürlich so ein kleines bisschen ausschaut wie der eine Kerl von den Muppets, der in der Mülltonne wohnt. Wahrscheinlich ist das auch das, wo wir dieses Poster dann hingeben könnten. Aber wir haben eben hier das neu gezeichnete Cover-Artwork von Robert Hack, das wir auch als Poster dann noch mit dazu bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt braucht, muss ich sagen. Aber wir können dann einmal hier auf das Booklet schauen. Das zeigt uns eben diese beiden
Postermotive noch einmal, beziehungsweise bekommen wir hier auf über 30 Seiten dann einige Essays und Texte zu diesem Film, bekommen den Text aber eben wirklich ganz wundervoll einfachen Blocksatz serviert, das Ganze auch in ein bisschen einer größeren Schriftart, um vielleicht ein bisschen drüber hinweg zu täuschen, dass man gar nicht mal so viel Text hat in dem Fall. Aber was ich sehr cool finde, ist, dass die Qualität der Bilder und der Ausschnitte aus dem Film hier in diesem Booklet wirklich absolut hervorragend ist. Und ich muss echt sagen, The Vagrant ist einer von den Filmen, von denen ich bis zum Beginn mehr oder weniger von diesem Unboxing hier auf meinem Kanal noch nie etwas gehört hatte und auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Was ich gerade beim Booklet durchblättern eben noch gesehen habe, gescannt wurde der Film eben sogar in 4K und dann hat allerdings die Restauration leider nur in 2K stattgefunden, weswegen es eben auch keine standardmäßige 4K UHD von diesem Film geben wird können. Aber es wäre trotzdem interessant, wenn eines der vielen deutschen Labels, die in der letzten Zeit schon erfolgreich mit Arrow Video kooperiert haben, vielleicht auch tatsächlich an den Film The Vagrant denken, weil das ist, glaube ich, ein Film, den man sich auf einer deutschen Disc auch durchaus einmal wünschen könnte.